So Leute, hier ist wieder der Skeleton Rex und zwar zum vierten Part War Robots und ich habe mich ein bisschen über das Update erkundet. Ich kann es euch mal zeigen. Das kam hier raus, das ist der neue Roboter, der Inquisitor. Und dann habe ich mir halt mal das mit dem Untertitel angeguckt, habe mich erkundigt, was es so Neues geben soll und es soll halt hier beim Schwarzmarkt, den gibt es alle 2 Wochen. Also jetzt gibt es ihn nur noch alle 4 Wochen. Sprich, eine Woche nach diesem Schwarzmarkt kommt noch einer. Und es gibt immer Roboterteile oder so. Also wie Puzzle. Zum Beispiel, wenn man jetzt 100 Puzzle hat, kriegt man jetzt so eine Waffe oder so. Und soviel ich weiß, gibt es sie beim Schwarzmarkt in den Truhen. Und ich glaube, die wird es dann auch nach den Schlachten geben. Ich weiß es aber nicht. Ihr könnt es euch ja mal selber angucken. Am besten mit Untertitel, dann versteht ihr mehr, was die da labern und so. Ja, und dann gibt es jetzt noch eine kleine Runde. Ein Match, aber diesmal wirklich nur eine Runde. Weil die Parts von heute waren eh schon viel zu lang. Halt, die Zeit, die geplant war, voll überschritten und es tut mir immer noch voll leid. Ja, na was soll ich sonst noch sagen? Ich konnte halt nicht wissen, damit das Tutorial so lang geht bei Plants gegen Zombies. Aber das habe ich euch ja im Part davor angeguckt. Wenn er angeredet. Falls ihr die ersten 3 Parts noch nicht gesehen habt, würde ich euch raten, die erst anzugucken. Denn da erzähle ich viel über die zukünftigen Videos und so. Und daher ist das sehr rar, wenn ich euch raten, die Videos zu gucken. Nicht wegen Klicks, sondern wegen den Informationen, die ich dort gebe. Oh nein, der hat seine Tarnfähigkeit und ich kriege ihn trotzdem. Pow. Perfekt. Diesen kleinen da, der ist Stalker, den will ich mir auch irgendwann mal holen. Die Tarnfähigkeit ist sehr nützlich. Und damit kann man halt die Spieler ganz schön aufs... ich will es jetzt nicht sagen. Aber da kann man den Spielern ganz schön drauf geben. Und ja, also wegen dem Update noch ein paar Informationen. Sie sagen halt, es wird auch irgendwie ein spezielles Event oder so geben. Und das Update kam ja vorhin. Aber das Event oder was auch immer das ist oder wird, kommt erst ein paar Tage nach dem Update. Also es könnte jetzt schon morgen sein, aber es könnte auch in einer Woche erst sein. Das weiß man halt nicht. Auf jeden Fall halte ich euch immer auf dem Laufenden. Und wenn ich mehr Informationen zum Update kriege, oder wenn es, sage ich jetzt mal, das Event draußen ist, in Anführungszeichen, gebe ich euch Bescheid, mache sofort ein Video drüber. Vielleicht nicht gleich War Robots wieder ein Part, sondern vielleicht ein kleines extra Video, was 1 Minute geht oder auch 2, mal gucken, je nachdem wie es läuft, denn wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, will ich im 5. Part War Robots die Ausstattung der Roboter von meinem Freund, den Andreas Ludwig, also so heißt sein Kanal, benutzen und das wird schon eine
harte Challenge, weil er hat nur 3 Roboter. Ich habe keine Fujin. Also muss ich muss mir die Boa auch kaufen. Die Ausstattung habe ich ja, aber ich muss mir halt viel kaufen. Oh, was hat der denn für eine geile Waffe mit Blitzen? Wie geil. Ja, er hat halt der, was hier gerade vor mir läuft, den muss ich mir dann kaufen. Dann muss ich die Ausstattung von den Roboter kaufen. Und, na gut, die Lackierung, halt. Das ist ja nur ein Video und ja. Deswegen würde ich sagen, also würde ich denken, die Ausstattung reicht schon. Oh Mann, dieser Schild ist manchmal so OP. Dann hat er noch so eine komische Blitzwaffe. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Die möchte ich auf jeden Fall auch haben. Auf jeden Fall habe ich im Trailer gesehen, für die Waffe kann man dann Teile sammeln. Entweder waren es 5000 oder 500. Ich weiß es nicht, aber da stand auf jeden Fall ganz viel halt mit 5000 oder 500 Teilen braucht man halt immer so. Dann kann man sich halt was kaufen. Aber es ist nicht so, wie ihr vielleicht gerade denkt, sondern ihr müsst schon die Teile für das entsprechende, für den, die entsprechende Waffe oder den entsprechenden Roboter haben. Also könnt ihr jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich habe jetzt 50 Teile von dem und 20 Teile von dem und den nehme ich zusammen und kaufe mir jetzt das. Also das geht nicht, glaube ich. Naja, wir werden es ja noch sehen, wie es dann wird. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Und ich lasse mich einfach überraschen. Aber die Freude am Update wird bestimmt groß. Und wenn es rauskommt, dann werde ich sofort ein bisschen spielen und gucken, wie das alles so läuft. Und dann werde ich, wie gesagt, ein Video drüber machen. Ja, und hier, wie habe ich euch überhaupt schon gesagt, damit wir, heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, dann ist Freitag und dann haben wir Ferien, also da wo ich wohne. Sorry, ich musste gerade cutten, ich bin in der Zeit gestorben. Wo war ich stehen geblieben? Oh, ich hab's vergessen. Oh Mann. Ich glaube, ich war bei den Teilen. Irgendwie. Ach ja, mir ist es wieder eingefallen, wo ich stehen geblieben war. Dass die Ferien bei uns beginnen, wo ich wohne. Also auch bei Andreas. Ludwig, halt mein Freund. Beginnen die Ferien. Na, also, wir haben noch diese Woche Schule, dann beginnen die Ferien. Und in den Ferien kommt das hoffentlich in der ersten Woche noch raus, weil dann in der zweiten Woche habe ich dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit wegen Vorbereiten für die Schule und so. Ja, da war ich stehen geblieben. Da haben wir dann Ferien, da freue ich mich drauf. Ja, und auf die Ferien freue ich mich auf jeden Fall. Wer nicht, nur die größten Streber freuen sich bestimmt drauf. Ja, und jetzt zum Abschluss des Parts noch eine kleine 10-Schlüsseltruhe. Da ist die Blitzwaffe auch dabei. Hier. Oh, da ist der Jesse, der kostet richtig viel. Spezialpunkte. Da haben wir wenigstens 4 Punkte zurückbekommen. Ja, eigentlich, ich habe jetzt 2 Parts WWR hochgeladen an dem Tag.
Ja, und dann noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.